Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Daniel. Und Daniel möchte wissen, hallo Herr Kammerer, Sie sind nach wie vor von Austernschalen überzeugt. Ich überlege, ob ich mir diese Saison wieder welche in die Filterkammer lege. Viele Grüße, Daniel. Daniel, also da hat sich meine Erfahrung oder hat sich meine Meinung über die Erfahrung auch immer wieder gewandelt. Und man muss es differenziert betrachten. Austernschalen können einen tollen Beitrag leisten. Wann können sie einen tollen Beitrag leisten? Wenn du jetzt einen Teich hast, einen großen Teich, du hast da deine definierte Anzahl von Fischen, du hast deine definierte Anzahl von Futter jeden Tag, dann können die Filter oder können die Austernschalen im Filter dann einen Beitrag leisten, wenn du insgesamt vom Ausgangswasser her eine sehr niedrige Carbonatherde hast und die niedrige Carbonatherde sich dann zum einen durch das Aufzehren durch die Filterbakterien, zum anderen durch die biogene Entkalkung durch die Algen, langsam so weit aufgezehrt hat, dass der pH-Wert gegen 7 und dann auch irgendwann mal unter 7 tendiert. Unter 7 beginnen sich die Austernschalen aufzulösen, über 7 hört der Prozess auf. Also wenn Sie jetzt einen pH-Wert permanent von 8 haben und Sie würden Austernschalen in Ihren Filter legen, Sie würden sie vorher, man kauft ja immer nach Kilo, Sie kaufen 5 Kilo Austernschalen und Sie messen sie oder Sie wiegen die dann ein Jahr später wieder, aber vorher schön abtrocknen, ein Abtropfgewicht, dann werden Sie ziemlich genau dieses Gewicht wieder haben. Warum? Weil sich eben Calciumcarbonat und die Schale der Auster, das ist reines Calciumcarbonat in kristalliner Form, sogenanntes Argonit, das beginnt sich erst aufzulösen, wenn ich viel freies CO2 im Wasser habe, dann geht es mit dem CO2 plus das Calciumcarbonat plus Wasser bildet mir dann das Calciumhydrogencarbonat, was dann als Wasserhärte messbar ist. Und wenn du jetzt einen soft betriebenen Teich hast, wo du nicht damit rechnen musst, dass du schnelle Abfälle deiner Carbonatherde und damit auch des pH-Werts hast, so kann es durchaus sein, wenn du ausreichend viele Austernschalen drin hast, je mehr du drin hast, desto größer ist die Angriffsfläche des Wassers, das ist wie mit dem Filtermaterial, je höher die Angriffsfläche, desto mehr kann sich dann auch auflösen, wenn der pH-Wert mal unter 7 geht. Und wenn du eine normal betriebene Anlage hast, kann es dafür sorgen, dass gemeinsam mit deinen Wasserwechseln, wo du ja auch wieder Carbonate hinzufügst, dass es dann dazu beiträgt, dass du deinen pH-Wert wegen mir bei 7, bei 6,8, bei 6,9, 6,7 stabilisierst und du keine weiteren Maßnahmen vornehmen musst, wie beispielsweise das Hinzugeben, wie wir es hier machen, von Calciumcarbonat in Pulverform oder manche arbeiten auch mit Natriumhydrogencarbonat. Ich habe es im Blog schon erzählt, warum wir das nicht tun. Da kannst du dann vielleicht darauf verzichten und deine Anlage wird auf einen Punkt des pH-Werts stabilisiert. So, jetzt sind wir am Punkt, wo wir das ganz normal draußen im Teich einsetzen, kann sehr gut funktionieren. So arbeiten auch viele Züchter in Japan. Wir haben ja einmal bei den Blocks in Niigata und einmal auch schon mal bei Konishi diese Türme, diese Tonnen über Tonnen an Austernschalen gezeigt, die die Züchter in das Wasser dort, in die Filter dort einbringen. Japan, grundsätzlich ein Land mit wenig Carbonat, das ist eine Insel auf vulkanischem Ursprung, also die haben wesentlich weniger Kalk im Wasser, als wir das gemeinhin in Europa haben. So, anders sieht es jetzt aus, wenn du so eine Anlage wie wir hier im Innenbereich betreibst, wo du viel Fisch auf wenig Wasser, so wie es in fast allen Innenhälterungen ist, viel Fisch auf wenig Wasser mit viel Futter. Dann laufen diese Prozesse, dieses Aufzehren der Carbonatherde aus dem Leitungswasser, die laufen so schnell ab, dass bevor sich die Austernschale im Filter aufgelöst hat, der pH-Wert schon bei 6 oder auch unter 6 ist. Also da muss man sagen, da sind die Austernschalen einfach zu träge. Und darum sind wir hier in der Anlage darauf angewiesen, nicht Argonit, also kristallines Calciumcarbonat einzutragen, sondern reines Calciumcarbonat in Pulverform. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause in meinen Teichen, da arbeite ich auch mit Calciumcarbonat in Pulverform, wenn der pH-Wert mal auf 6,6 abgefallen ist, dann haue ich da ein Kilo von dem Calciumcarbonat rein und dann innerhalb von 2-3 Stunden maximal steigt mir mein pH-Wert wieder auf 7 an, bleibt dort stehen. Das Calciumcarbonat, was in Lösung gegangen ist, ist im Wasser. Das andere sedimentiert dann an den Teichboden, an den Wänden, in den Algen, im Filter, überall. Und dann, wenn der pH-Wert langsam wieder sinken anfängt, dann wird als erstes mal dieses noch als Puffer im System befindliche Calciumcarbonat gelöst. Das heißt, am Anfang fällt der pH-Wert nur sehr langsam. Und wenn dann alles in Lösung gegangen ist, also das, was sich auch im ersten Schritt nicht gelöst hat, dann beginnt der pH-Wert schneller zu fallen. Und das ist dann für mich das Zeichen, ich muss wieder nachdüngen. So. Und wenn man jetzt mit Austernschalen arbeitet, dann muss man einfach abwägen, habe ich ein System, wo der Prozess des Abfallens
des pH-Werts langsam läuft, wo ich also im Prinzip auch mit einem langsam funktionierenden Material wie der Austernschale entgegensteuern kann, puffern kann, oder fällt er so schnell, dass es die Austernschale nicht mehr schafft und ich Calciumcarbonat brauche. Also wenn du einen ganz normal besetzten Teich, ich sage mal 20.000 Liter, du fütterst 500 Gramm am Tag im Sommer und du hast eine Carbonathärte im Ausgangswasser von 5 und irgendwie über den Sommer senkt sich das dann ab auf 1 bis 2 und dein pH-Wert tendiert gegen 7, manchmal auch unter 7, dann können die Austernschalen sehr gut funktionieren, dann bist du nicht auf andere Mittel angewiesen, dann ist es natürlich auch bequem, wenn du das Calciumcarbonat quasi als Retardwirkung in Form von Austernschalen in den Filter eingibst, dann ist es überhaupt kein Problem. Wenn du aber heute 7,5 hast, du hast 20.000 Liter, du fütterst 1,5 Kilo am Tag und die rast quasi deine Carbonathärte binnen weniger Tage gegen 0 und der pH-Wert dann gleichzeitig nach unten, dann wirst du nur schwerlich mit der Austernschale auskommen, dann musst du auf pulverförmiges Calciumcarbonat oder, falls dir das lieber ist, mit Natriumhydrogencarbonat arbeiten. So, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Frage, Daniel, und mach's gut. Ciao.